Moin und willkommen zum neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Riolink, Home Hub, mein Fazit. Und dann würde ich sagen, geht's gleich weiter nach dem Intro. Das heutige Video wird unterstützt von GoingBus oder GoingBus.com. Hier habt ihr die Möglichkeit, Netflix, Disney Plus, ChatGPT Plus, Paramount, Spotify, dieser gibt noch etliche mehr, Abos abzuschließen, die richtig günstig sind. Und wenn ihr meinen Code benutzt, Dave, ich verlinke euch das, beziehungsweise steht auch in der Artikelbeschreibung, kriegt ihr bis zu 90% Rabatt. Schaut euch das an. Vielleicht gibt es das eine oder das andere, was euch gefällt. Und dann nutzt es. Ich nutze gerade Disney Plus und ChatGPT Plus und es bringt Spaß. Und dann würde ich sagen, jetzt geht's weiter mit dem Video. Ja, mein Fazit für den Riolink Home Hub. Ich habe mittlerweile 2 Speicherkarten drin. Ich komme mal dichter dran. Die ist ein bisschen weiß. Das ist Schacht 1, Schacht 2. Ich bin sehr zufrieden. Wir gehen auch gleich in die App über, dann sieht man das noch genauer. Für mich persönlich hat sich das richtig gut gelohnt. Es läuft einwandfrei, egal wo ich gerade bin. Ich kann sofort sehen, ob das nur die Klingel ist, die Argus Pro 4 von Riolink. Es geht wunderbar. Ich habe mir jetzt 2 Speicherkarten A 512 GB bestellt. Die müssten jetzt die Tage kommen. Ich kann ja maximal 1 Terabyte damit machen, würde betreiben. Leider geht nicht mehr, was aber persönlich nun auch nicht so schlimm ist. Ich bin ja nun keine Firma oder kein Unternehmen. Das gibt ja auch andere Speichersysteme von Riolink, das sind so schwarze, große Kästen, die sehen aus wie so eine Art DVD-Player oder CD-Player, ist ja auch egal. Die haben dann so 2 Terabyte. Es gibt auch ein Cloud-System von Riolink, was sich für mich persönlich nicht lohnt. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Und wir steigen jetzt auch gleich in die App ein. Da bedanke ich mich auch an einen Zuschauer, der hätte die App auch gerne ein bisschen besser erklärt, dann zeige ich, was ich alles unter dem Hub-System habe und was nicht mit dem Hub kompatibel ist. Das werden wir aber den jetzt in der App gleich genauer erklären. Ja, also wir sind jetzt hier in der Riolink-App. Hier seht ihr dann schon Riolink Home Hub. Und wenn wir da drauf gehen, dann seht ihr einmal die Argus 4 Pro und die Videoklingel. Und dann haben wir hier die Einstellungsmöglichkeiten. Dann sieht man auch, wie viel Speicher frei ist. Und wenn ich dann darauf klicke, Moment, das dauert hier, dann sehe ich natürlich noch mehr Informationen. Hier sind, wie ich schon erwähnte, 2 Speicher drin, also 2 Speicherkarten. Einmal 128 GB und einmal eine 64 GB Karte. Die 64 GB Karte war ja schon beim Lieferumfang dabei. Und ich hatte ja schon erwähnt, ich habe mir jetzt 2x512 GB Speicherkarten besorgt. Wir kommen jetzt die Tage und dann werde ich die dann beide tauschen. Dann habe ich 1 Terabyte. Ich gehe jetzt nochmal zurück. Hier kann man klar einiges einstellen, Push-Nachrichten und so weiter und so fort. Wie gesagt, alles, was kompatibel mit dem Riolink Hub ist, Home Hub, wird hier angezeigt. Also ihr müsst erst den Home Hub installieren und dann installiert ihr. Ihr könnt es auch schon klar, die Argus 4 Pro könnt ihr klar schon vorher installieren. Ihr müsst das dann bloß einmal ins Home Hub rüberbringen. Die nicht kompatibel sind, das ist zum Beispiel die Argus PT. Die habe ich schon ein bisschen länger. Die finde ich auch sehr, sehr gut. Die ist separat. Also alles, was nicht kompatibel ist, wird separat aufgeführt. Wir haben da klar auch hier das Cloud-System. Hier gibt es einen Cloud-Speicher. Wenn ich darauf gehe, dann müsste ich mich anmelden und dann kann ich mir das entsprechende System aussuchen, was ich haben möchte. Smart Home, da kann ich mich auch wieder anmelden. Ja, hier habe ich jetzt nichts weiter installiert. Und hier finde ich das wunderschön. Auch hier sehe ich denn, dass die geladen werden. Also ich gehe jetzt mal auf die Argus 4 Pro. Darüber habe ich auch schon ein Video. Ich verlinke euch das auch. Ich schreibe euch alles unten in die Videobeschreibung.
das ist jetzt das Live-Bild, finde ich auch sehr, sehr gut. Und dann kann man ja auch ein bisschen ranzoomen. Einen habe ich gehabt, da fand die Kamera nicht so schön. Es kommt natürlich darauf an, wie setze ich sie ein, wo setze ich sie ein. Ich muss natürlich auch darauf achten, dass ich die Nachbarschaft nicht zu stark im Fokus habe. Das sollte man klar auch bedenken. Das hat natürlich wieder auch was mit Datenschutz zu tun und so weiter und so fort. Also ich darf die Kamera so nicht anbringen oder so einstellen, dass ich die denn ins Fenster gucken würde. Also das geht natürlich nicht. Und das Gleiche ist dann hier mit der Klingel. Und wie gesagt, ist das nicht ein schönes Bild? Man sieht das natürlich jetzt hier auf meinem iPad Pro mit dem OLED-Display, mit dem M4-Chip. Live ist es ein schönes, klares Bild. Und wäre der Baum jetzt dünner oder ganz weg, dann würde er schon hier vorne reagieren. Ich nehme da mal den Pinsel dazu. Dann würde er hier vorne schon reagieren. Also die Kamera reagiert sehr, sehr schnell. Ich gehe nochmal zurück. Hier können wir den Alarm einstellen. Hier haben wir natürlich auch Einstellungsmöglichkeiten, wie bei der Argus 4 Pro oder auch bei der Argus PT. Können wir hier Videos aufzeichnen, Zeitraffer. Also wir können richtig viel machen und das wird alles gespeichert auf dem RioLink Home Hub. Hier steht das auch nochmal. Einmal die Klingel separat. Und ist in Klammern gesetzt, dass sie denn unter dem Home Hub läuft. Das ist natürlich bei der Argus 4 Pro genau das gleiche. Ich hoffe, ihr könnt das sehen und lesen. Und die ist natürlich separat. Das geht leider nicht. Da müsst ihr, wenn ihr euch den Home Hub kauft oder zulegen möchtet, solltet ihr wissen, ist das kompatibel, die Kamera. Es gibt ja nun verschiedene Kameras. Es gibt ja auch Angebote, da ist der Home Hub dabei und dann sind zum Beispiel zwei Argus 4 Pro dabei oder zwei andere Kameras. Es gibt schon richtig tolle, gute Angebote. Ja, ich verlinke euch das, guckt euch das an und ich bin mehr als zufrieden. Ich kann den Home Hub definitiv nur empfehlen. Und dann würde ich sagen, soll es auch hier gewesen sein. Und in diesem Sinne sehen wir uns im nächsten Video. Euer TechDave. Ciao, ciao. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann ein Daumen hoch. Liked mich, teilt mich. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, drei Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer TechDave.